So, dahin. So, ich mache jetzt Ich kurz kann dir dieses Hü. zeigen, wie du Mordor eroberst. Solange Gondor dadurch sicher bleibt. Ja, ich wollte gerade dieses Hügelgrab machen. Was mache ich jetzt? Nicht das Hügelgrab. Na gut, aber gehen wir erstmal hier hin. Hallo. Ach ja. So, Ruhe. Oh, ja, kurze Baum habe ich. So, warte mal, ich brauche Pfeile, brauche ich nicht. Okay. Dann darüber. Hopp. Ich habe ja gar nicht dran gedacht, dass hier noch überall die ganzen Gegner sind. Oh, kann ich auch so ein Speer haben? Hm. Oh, hier müsste gleich wieder einer sein. Hallo. Tschüss. Und ab ins Gefängnis. Hätte ich was gesagt? Ab ins Gras. Da ist er. Was ist da passiert? Keule. Was ist? Geht's dir nicht gut? Nein. Geht's dir nicht. Tschüss. Sehr gut. So, einmal hier hoch. Und hoch. Und hoch. So, hallo. Ach nee, stopp. Ich muss ja hier raus. Ich kenne diesen Ort. Ich kämpfte hier vor langer Zeit. Er scheint nun ruhiger. Schatten der Vergangenheit starten. Ich würde sagen, leg mal los, wa? Schatten der Vergangenheit. Finde Kelim Celebrimbor, das meine ich natürlich. Altes Lagerhaus und erkunde die Erinnerungen seiner Vergangenheit. Kämpfe gegen Sauron. Elbenwutfähigkeit. Das klingt doch schon mal schick. Auf geht's. Haben wir wahrscheinlich eh alle machen müssen. Ach, jetzt müssen wir da unten rein, okay. Sehr gut. Oh, Heldenfähigkeit. Wenn in Mordor irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Na, ich hab's gewusst. Vor langer Zeit marschierte meine Armee gegen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring? Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Neue Fähigkeit. Elbenwut. Jawohl, da ist es doch wieder. Ah, Kopf abhacken, sehr gut. Es funktioniert doch. Na, Gott sei Dank. Baue Zorn auf, indem du Feinde tötest. Wenn dein Zorn vollständig geladen ist, drücke R3 und L3, um deine Elbenwut zu entfesseln. Tippe mehrmals Viereck, während du Elbenwut nutzt, um schnell Ork-Fußsoldaten zu töten. Ziele mit L auf einen feindlichen Hauptmann und halte Viereck gedrückt, um ihm massiven Schaden zuzufügen. Okay, also beim Hauptmann muss ich definitiv lange drücken. Und bei den Kleinen reicht es einfach mehrmals klein. Während du Elbenwut nutzt, hast du unbegrenzte Macht und Elbengeschosse. Cool. So. Kann ich ja noch nicht. Ach ja, guck mal, ich bin so aus hier nicht kennen. Mach mal Platz hier. Reiche vollen Zorn. Wollen wir schnell mal ein paar töten hier? Okay. Perfekt. Ja, ruhig. Ich hab's doch nie.
muss auch schnell welche töten. Gut. Gut, dass er tot war. Hör auf. So, haben wir's gleich. Ah, okay, dauert noch kurz. Au. Hab ich? Sehr gut. Das sind aber auch viele. Aber muss ja auch so sein, ne? Jetzt hör doch auf, Mann. Ich muss doch den gerade aufschlitzen. Okay, wir haben's gleich. Gleich geht's los. Immer diese Typen, die unbedingt denken müssen, die müssen gerade noch hier bei der Hinrichtung stören. Hey, cool, wir haben's. Hallo. Geht's. Hab ich alle. Zieht ihr das rein, wie er da einfach durchgegangen ist. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Du sagst das, Celebrimbo. Okay. Schatten der Vergangenheit. Fessel die Macht des Ringes. Check. 10 von 10. Check. Erreiche vollen Zorn, bevor die Zeit abgelaufen ist. Check. Ja, läuft doch. Schatten der Vergangenheit. Erlebe die Geschichte des ersten Krieges um Mordor zwischen Celebrimbor und dem dunklen Herrscher, indem du die Auftragsreihe Schatten der Vergangenheit abschließt. Für das Abschließen aller Aufträge erhältst du die Rune des hellen Herrschers. Abschließen aller Aufträge erhältst du den Hammer des hellen Herrschers. Ja, ich würde sagen, das ist mal eine kleine Herausforderung, die wir definitiv annehmen werden und versuchen werden. Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Juwelen. Juwelen können in einem Ausrüstungsplatz platziert werden, um Boni zu erhalten. Oh, wir haben wohl einen bekommen. In jede Ausrüstungsart kann ein Juwel eingefügt werden. Halte X gedrückt, um das Schwertjuwel freizuschalten. Okay, ne? Ich drücke. Juwelenplatz freigeschaltet. Was haben wir denn für ein Juwel? Juwelen bescheren Sonderboni, wenn sie in verschiedene Plätze der Ausrüstung genutzt werden. Du kannst drei Juwelen der gleichen Qualität zusammenfügen, um ein höherwertigeres Juwel zu erhalten. Okay. So, wir haben da unten Wohlstand. Geschliffener Juwel des Wohlstands. Waffe um 7,5% erhöhte Chance, von mit dieser Waffe getötete Gegner zu erhalten. Achso, hier, ja, okay, also Geld. Ja, so, nehmen wir, ist okay. Das bauen wir auch ein. Haben wir gemacht. Jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Ich denke mal, Geld ist ja nicht mal so verkehrt. So. Okay, warte mal, ich habe doch, glaube ich, hier noch eine neue Fähigkeit, genau. Fähigkeit freigeschaltet. Ich kann mir hier die noch nicht aussuchen, ne? Okay. Das ist Aufzehren. Okay, das ist die Geisterkleve. Elbenwut, was gibt's denn hier noch? Schattenspringer. Ah, okay. Gefolgsleute rufen. Seite kämpfen und befiehl ihnen anvisierte Gegner. Ach cool. Mhm. Hauptmann beherrschen. Sehr schön. Ah ja, okay, das dauert aber noch ein Stückchen, bis man das kann. Ich gucke jetzt hier mal, wir gucken jetzt hier mal entspannt durch. Reittier. Karagor reiten.
Okay, ja, ist nicht so geil. Crowcriden, ja, war cool im ersten Teil, aber ich glaube, hier gibt es geilere. Ersten Charakter, okay, hier rufst du den Karagor herbei. Das ist Schattenaufsitzen. Leute, was ist denn das Geiles? Drachenreiter. Halte Kreis gedrückt, um einen gebrochenen Drachen zu beherrschen und auf ihn zu reiten. Alter, was? Kann ich den bitte sofort haben? Das ist ja geil. Was haben wir hier bei Geist? Durchhagel. Okay, das ist das mit dem schnellen Durchwerfen. Elbenlicht. Dass das auf den Boden hauen, genau. Eissturm. Cool. Gegner einfrieren. Ach hier, und dann. Okay. Verzehren. Voller Macht, um einen Geist schnell aufzuzehren. Ja. Schatzsuche. Automatisch Beute. Achso, okay. Was haben wir denn hier? Fernkampf. Explodieren. Feuer, okay. Frostfestnagel. Ja, das gab es im ersten Teil auch schon. Das war auch ganz cool. Raubvogel. Ach jo, okay. Ist in Ordnung. Mächtiger Schuss. Explosiver Schuss. Und das ist Schattenangriff. Ja, das gab es im ersten Teil auch. Das war sehr, sehr nützlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das haben wir schon. Terrorisieren. Das ist dieses sehr brutale Töten. Gifttrank. Ach, Gifttranken. Ach so, okay. Gifttranken, ja, gibt mehr Sinn. Ach so, cool. Dann kann ich das hinschießen und ist vergiftet. Geisterkette. Ja, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig und nützlich vor allem. Ah, okay, da schicke ich den Geist los und das ist Todesdrohung. Mal die Botschaft überbringen. Ach ja, okay, genau, dann ist er ja. Ja, genau. Ja, das gab es im ersten Teil auch. Hinrichtung. Kann ich das? Das will ich haben. Kopf ab, jawohl. Das nehme ich. Kann ich das haben? Ja, geht. Sehr gut. Geilo. Das ist wichtig. Ich glaube, das wird uns. Ja, das. Was kann ich jetzt hier machen? Was ist das? Pferdekopf. Rouge. Ach hier, okay. Das sind jetzt also hier die. Hallo? Was ist das jetzt? Hör auf, da draußen zu sein. Ich will das nicht. Falscher Knopf. Entschuldigung. Entschuldigung, falscher Knopf. Aufträge. Ja, Minas Isfiel wird belagert. Finde den Palantir, bevor die Stadt fällt. Ja, das werden wir jetzt machen. Aber davor werden wir uns erstmal schön austoben hier in der Stadt. Das sage ich euch gleich. Dafür brauchen wir nämlich nochmal ganz kurz diese Karte. Und dann. Und dann. Machen wir die Köpfchen. Guck mal hier. Was ist das? Komm hier. Hier, gehen wir mal hin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Kommen wir da noch schnell hin? Ich schon, ne? Gegen das Vieh gewinne ich doch noch nicht, oder? Was ist das? Oh, verdammt. Hat mich gesehen. Neuer Feind, Karagor. Karagor sind furchterregende Raubtiere, die ihre Beute anspringen und dann zerfetzen. Ja, toll. Deswegen hat er die ganze Zeit hier gewartet, weil das wollte das Spiel so, dass wir in die Falle tappen. Ihre tödlichen Kiefer schützen sie vor Angriffen von vorne. Greif sie also mit dem Bogen aus der Ferne an oder weiche ihren Angriff aus und schlage von der Seite zu. Natürlich. Ja, Keule. Was da haben? Mach's gut. So. Okay, da Sack. Okay, ich muss jetzt ganz schnell dahinter kommen. Das sind einige Meter, die wir zurücklegen müssen. Ich glaube, da können wir nämlich die ersten zwei. Oh, ich habe kein Elbenzeug mehr. Vielleicht schon die ersten zwei Hauptmänner töten. Achso, ja. Ich gerade verbraucht für den Fokus. Jetzt geht's wieder. Warte mal, kann ich hier noch kurz Pfeile holen? Ja. Dankeschön. So, und jetzt muss ich da hinten raus. Komme ich da oben drüber? Nee. Hier hoch. Schön Sprung machen hier. Und hopp. Nee, hopp. Macht. Erfolgreiche Angriffe bringen dir
Macht ein. Hinrichtung, Verzehre, mächtiger Schuss und Elbenlicht sind mächtige Angriffe, die du nur bei voller Macht einsetzen kannst. Du kannst zusätzlich Fähigkeiten durch das Erhalten von Fähigkeitspunkten freischalten. Verfehl, verschwindet die Macht. Okay. Oh ja, hier, grüß dich. Ja, moin. Ja, ich habe gedacht, ich kann dich ziehen, aber irgendwie war es eher für den Arsch. Oh, er ist schon runtergefallen. Das ist natürlich traurig für ihn. Noch einer? Nee. Wir haben was vor. Ich muss los. Sorry. Keine Zeit. Ja, das geht noch nicht. Schatz-Orks. Cool. Diese Orks tragen wertvolle Beute bei sich. Bringen sie zur Strecke, um ihren Schatz für dich zu beanspruchen. Wo ist denn der? So ein süßer Duft. Du bist der Schatz-Ork, ne? Oh, ne. Verdammt, das ist gleich hier ein Cheffe. Das ist ja doof. Ich glaube, jetzt sterben wir. Mal kurz. Hoch hier. Kurzentdeckung. Das wird sonst nämlich nichts. Ja, toll. Da kam natürlich gleich Level 15. Naja. Brauchen wir nicht. Sind sie unten weise? Ach ja. Guck mal. Hallo. Muss das jetzt sein hier? Ach, geht der mir auf die Nüsse, der Kerl. So, wie war das jetzt? Nee. Achso. Erstmal lesen. Letzte Chance. Drücke zum Angreifen die angezeigte Taste, wenn sich der bewegliche Kreis im hervorgehobenen Kreis befindet. So, Freundchen. Nicht mit mir. Jeder versklavte Ort trägt mein Zeichen. Maschinenstamm. Heißes Eisen auf versenktem Fleisch. Bald werde ich auch dich markieren. Dann weiß ganz Mordor, dass du mein bist. Tolle Ansprache, Keule. Wird erzürnt, wenn er mit einem verfluchten Waffe getroffen wird. Oh, es gibt verfluchte Waffen. Na gut. Gut zu wissen. Komm mal hoch, Keule. Hey. Das war gemein. Och. Ja, er brennt halt auch erstmal, gell? Ja. Wir haben's ja. Komm ran hier. Laden wir uns eigentlich automatisch wieder auf? Ich hoffe es. Laden wir uns nicht mehr auf. Stehen die alle da unten. Wenn ich jetzt von da oben drauf hüpfe, bringt mir das halt auch nicht mehr weh, gell? Sollen wir es probieren? Warte mal. Nee, komm später wieder, komm. Das bringt gerade nichts. Was passiert, wenn ich dich töte? Nix. Krieg ich auch kein Leben zurück. Na toll. Krieg ich denn Leben wieder? Ihr seid normal. Hier, guck mal, ist sogar ein Level 9er dabei, natürlich. Noruk. Noruk, der Beobachter. Alter, ey. Achso, ja gut, ich stehe halt auch gerade echt beschissen, ja. Und, hä, da ist ein Weiser dabei. Ich, werde mal ganz kurz dieses Verzerrung ausprobieren. Gucken, was passiert. Ah, okay. Das gibt Leben wieder. Ich muss dann verzehren. Auf damit. Mein Gott. Brauchen auf jeden Fall stärkere Schläge. Oh. Das ist jetzt echt dafür verbraucht. Na toll. Ah. Oh, das wird jetzt ein kleiner längerer Kampf. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht.
Mach's gut. So. Hab ich. Okay, also verzehren bringt Leben. Also, gibt auch Sinn. Entschuldigung, Frau Leben. So, dahinter, dahinter. Hallo. Tag. Ich bin's. Ein Bogenschütze gefallen. Achso, greift an. Ach, wieder falschen Knopf gedrückt. Naja, gut. Hab ich. So, Jungs. Warte mal, das ist. Achso, stimmt. Das war ja ein Bogenschütze. Hallo? Dödel. Brauchen auf jeden Fall nachher noch ein paar Informationen. Alter, wo hüpft der denn hin? Ein paar Informationen bezüglich den ganzen Kommandanten. Das würde uns auf jeden Fall solche Kämpfe dann sehr schnell erleichtern. So, jetzt gibt's doch hier gleich ein Duell. Komm, das gucken wir uns mal. Machen wir mal schön mit. Unbekannter Hauptmann, unbekannter Hauptmann. Zwei Ork-Hauptmänner stehen sich im Duell gegenüber. Na dann, zeig ich mal her hier. Werden wir halt jetzt das erste Mal sterben, wa? Alter, ist der Hübsch. Du hättest eine Chance gegen mich? Du bist ein erbärmlicher, mieser Duke. Hey, den würde ich schaffen, den Fünfer. Nein. Nein, dich hab ich doch. Das war richtig gut. Du hast keine Kumpel. Vorstellung von dem Schlag, den du dir soeben eingehandelt hast. Ist er nicht hübsch. Oh, er ist echt gestorben. Alter, was bist du für eine Pfeife? Mach ich halt den Rest alleine. Ja gut, aber kann ich jetzt hier nicht weiterkämpfen? Soll ich doch, Jetzt lass es gut sein. Mach's gut. Der Inbegriff des Grauens. Hat der hier gerade einer was geworfen? Gut, dass er tot ist. Nee, bitte nicht. Andere werden Scheiße. Kommen. In Mordor gibt es unzählige wie ihn. Ich freue mich auf Mordor. Ich glaube, das wird mega stark. So, warte mal. Wir haben was Neues bekommen. Gucken wir noch gleich mal rein. Inventar. Hier. Ne, stopp. Das hier, guck mal. Neuer Dolch. Sehr schön. Kann ich den alten zerstören? Natürlich nicht. Neue Ausrüstung. Stufe 4, ja, Alter. Jawoll. Ne, schön. Und neue Fähigkeiten. Für einige deiner Fähigkeiten sind Verbesserungen verfügbar. Es kann immer nur eine Verbesserung aktiviert sein. Also wähle diejenige aus, die am besten zu deinem Spielstil passt. Na toll, ich dachte, man kann sich hier mehr aussuchen. Och, nee. Ach, hier unten. Okay. Nee, ist das jetzt so? Ja, hier. Nee, hä?
Kann ich jetzt... Ach ja, kann ich jetzt... Okay, kann ich kaufen. Hier oben. Erhalte jedes Mal Macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Was ist das? Für jede Tötung, während du unentdeckt bleibst? Nee. Erfolgreiche Schwertangriffe bringen deutlich mehr Macht ein. Macht wird vollständig zurückgesetzt, wenn du im Schadenkampf erleidest. Ach komm. Ich finde das eigentlich ganz gut. Erhalte jedes Mal Macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Ich meine, das würde ja mehr Sinn. Komm, das macht doch mehr Sinn. Ach, das kann man auch wieder entfernen. Okay, sehr gut. Okay. Habe ich gemacht. Hat er gemacht. Gut, dann geht's weiter. Ach so, wollen die mich jetzt hier echt die ganze Zeit nerven mit ihren Aufträgen? Ja, komm, ich mache mir erstmal die Aufträge jetzt Ende. Aufträge? Das will ich haben. Alter, du bist aber auch hübsch. Die große Halle beherbergt die größten Schätze von Minas Ithil. Eigentum! Du bist zurück! Wie lange kämpfen wir, bis du wieder wegläufst? Eine Minute, zwei, drei! Ach, er wieder. Entschuldigung, da muss ich kurz ran. Okay. Das wollte ich nicht. So, Freund. Auf geht's. Wie war das mit Eigentum? Gut, Sachen mach's gut, wa? Oh, nein. Ach, immer dieses Anbrennen. Jetzt rennt er weg, oder was? Ach, nö. Ich hab noch so wenig Leben gehabt. Au. Ey. Hallo. Jetzt haben wir ihn. Mach's gut. Ich keinen Kopf ab. So, Freundchen. Er hielt sich wohl für einen Waldläufer. Menschenabschaum! Noch einer! Mordors Gegenstück. Nimm deine Lehrjahre und ersetze sie durch grausame Lust. Leute, was ist denn hier verdammt nochmal los gerade? Habe ich hier gerade das Nest gefunden, den Kommandanten gefunden oder was? Hast du nicht wahr? Neuer Feind, Jäger, bleiben auf Abstand und greifen mit Wurfsperren an, aber sie sind nahkampfschwach. Weiche Sperren mit X aus. Na, mach ich. Toll, super. Echt, du bist ein richtiger Klaus. Aua. Nicht erwischt. Das ist gut im Ausweichen, die Kerle. Das brauchst du dann auch. Hey. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder zuschlagen. Jawohl, da war's schon, siehst du? Schön verkackt. Was kommt denn jetzt? Jawohl! Sehr gut. Auf damit. Ahahaha. War zwar auch sehr, sehr schwach von mir getötet, aber hey, immerhin getötet. So, kommt jetzt der nächste. Alter, kann ich bitte kurz. Eieiei. So, das ist natürlich auch wieder schlechter. Deswegen wird es zerstört. Tschüss. Ich habe aber dafür eine neue Kappe. Was ändert sich? Ach, hier, ein Cape. Cool. Nehme ich.